Also jetzt ist nochmal alles offen, 28 Nominierte aus den 1000 Einreichungen. Diesmal nicht die Jury war verantwortlich für die Favoriten, sondern das Publikum war gefordert. 8 Wochen lang konnte online abgestimmt werden und die Entscheidungen der Nutzer für den Publikumspreis des Grimme Online Award 2020 lauten wie folgt. Auf Platz 3 liegt ein Angebot. Da haben viele gedacht, das ist sicher der Favorit. Ich ehrlich gesagt fast auch. Gerade war noch live zugeschaltet die Zerstörung der CDU von Rezo. Daran vorbeigeschoben hat sich ein Angebot, das wir heute Abend noch nicht hier gesehen haben, das aber auf ziemlich großartige Weise Wissen vermittelt. Platz 2 geht an Dinge erklärt, kurz gesagt von ZDF und Funk. Das waren jetzt 2 YouTube-Angebote. Schauen wir doch mal, ob auf dem ersten Platz auch ein YouTube-Angebot liegt. So war es ja auch in den vergangenen Jahren, aber dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist es ein Podcast. Der Publikumspreis des Grimme Online Award geht an das Coronavirus-Update des NDR. Yeah. Dort das Ganze. Herzlichen Glückwunsch an den Norddeutschen Rundfunk, liebe Corinna. Eigentlich habe ich Fragen für jetzt vorbereitet, aber da das so ein Riesenerfolg ist, was ihr da gemacht habt und so viele Menschen da mitgemacht haben, würde ich, bevor ich meine letzte Frage an dich stelle, dir einfach mal einen kleinen Moment geben, damit du das sagen kannst, was du willst. Oh, das ist schön. Ich habe vorhin mein Pulver mit dem Publikum schon verschossen, weil ich mich verneigen wollte vor dem Publikum. Aber ich möchte mich natürlich verneigen, deswegen habe ich das eben gemacht. Und unser Techniker Klaus hat das so toll hier eingerichtet. Natürlich möchten wir uns alle verneigen vor Christian Drosten, der Protagonist dieses Podcasts ist. Und egal, wie viel wir dazu beigetragen haben, auch an viel, viel, viel Arbeit und Herzblut, die wir da reingesteckt haben, ohne ihn wäre das natürlich alles nichts. Und ich habe großen, großen Respekt vor dem, was er da reingesteckt hat, was er geopfert hat dafür. Wir wissen alle, wie schwierig jetzt auch gerade die letzte Phase war und diese Sache mit der Vereinfachung, die manche gewisse Blätter gerne hätten, die wir nicht liefern wollten, die hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Und deswegen, ich verneige mich in großer Demut vor dem großen Talent und diesem großen Willen, die Leute ernst zu nehmen. Das haben wir ja heute Abend schon mehrmals besprochen. Vielen Dank an Christian Drosten, an das Team natürlich auch. Es gibt tolle Leute, die dahinter stehen, aber ich glaube, der Hauptdank gebührt ihm. Wie viele E-Mails, Anrufe, Briefe und sowas bekommt ihr am Tag? Also was ich nicht weiß, was wir nicht mitgezählt haben, ist das, was Christian Drosten kriegt. Das kann er selber wahrscheinlich gar nicht zählen. Wir haben 30.000 E-Mails, glaube ich, so ungefähr insgesamt mittlerweile gehabt. Das sind auch nicht die mitgezählt, die in meinem Postfach persönlich gelandet sind, sondern wir haben ein extra Postfach eingerichtet. Das waren stellenweise, waren das dann auch mal 1.500 an einem Tag, glaube ich, habe ich gehört von der Kollegin, die das hauptsächlich bearbeitet im Peak. Aber normaler sind dann auch eher so 150, 250, aber es waren wahnsinnig viel Zuschriften. Immer dann, wenn ich dachte, ich kann nicht mehr, das ist alles so anstrengend, ich bin erschöpft, dann kam plötzlich wieder so eine E-Mail, die so, so nett war, dass ich wirklich sagen muss, das hat motiviert einen und ich glaube auch, das hat Christian Drosten immer wieder motiviert, weiterzumachen einfach, weil man merkt, wow, da macht man was und dann sind Leute auch richtig froh, dankbar und denken mit und stellen auch schlaue Fragen dazu. Das ist toll. Liebe Corinna, sei mir nicht böse, aber ich hoffe, dass Corona irgendwann vorbei ist und da euch alle so gerne zuschauen und zuhören, macht doch bitte dann ein Rassismus-Virus-Update, bleibt in der gleichen Konstellation und sagt den Leuten dann dazu ein paar Worte. Ganz, ganz liebe Grüße und Glückwünsche, Publikumspreis. Ja. Grimme Online Award 2020 nach Hamburg. Corona-Update-Virus. Ich möchte noch, ja, vielen Dank.